Sehr geehrte Schweinebäckinnen und Schweinebacken, ja, ich spreche zu Ihnen in einer Stunde der Düsterkeit, der Dunkelheit und der alles aufsaugenden Mystik eines brennenden Gemäuers. Ja, gruseliger Tag heute irgendwie. Also, werd erst geweckt von so einem komischen Fatzke, der irgendwie die Heizung kontrollieren will oder so. Und dann will ich mich soweit fertig machen, duschen und was weiß ich was. Ja, kein Wasser. Und dann erst Stunden später wieder, ja, oh, da ist irgendwas schiefgelaufen. War ja klar, der Schlüssel ist ganz auf der anderen Seite, wie immer. Ja, ist doch logisch. Ja, auf jeden Fall. Und dann natürlich nur kaltes Wasser. Bis vorhin. Super. Was machst du? Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Also mal so gar nicht. Ich meine, das kann natürlich sein, dass das so ein anderer Schwierigkeitsgrad ist. Ich nehme mir mal. Also entweder hat er den Schlüssel verloren, bewacht oder beides. Ja, man munkelt wieder, man munkelt. Ich weiß, was kommen wird. Verdammt! Ja, der Dauerbrenner! Yeah. So, andere Seite vom Gitter. Oder Tor? Oder Gittertor? Ich weiß, wie schimpft man das eigentlich? Wieso Kampfmusik? Wieso Kampfmusik? Warum Kampfmusik? Warte mal. Das möchte ich jetzt mal wissen, ob man das machen kann. Kann man den... Oh, geil. Kann ich den eventuell... Ah, ich wollte... Ich hatte geplant, die komische Feuermagik... Magik, ja, ja. Feuer-Magiekugel da auf ihn zu ballern, aber na ja, gut. Ja, komm, seien wir mal nicht so. Komm, du laufende Konservendose. Blechbüchse. Du büchsernde Bleche, du bechernde Büchse. Mama? Ja, ich hab dich abgenickt, du. Ja, brauchst du auch nicht den Kopf schütteln, das ist nun mal die Wahrheit. Und wenn du die nicht verkraften kannst, dann hast du Pech gehabt. Ja. Oh, Leute. Ich dachte im ersten Moment, es würde wieder ein Bogenschütze auf mich zukommen. Das ist nicht... Leute. Oh. Wie bitter kann sowas eigentlich sein, ey? Ich meine, die letzten Folgen, die waren ja schon ziemlich bitter. Und ich wurde auch schon gemobbt so ein bisschen vorhin von einer gewissen Freundin von mir, die das auch immer guckt. Ne, Nüchen? Um es mal so ganz unauffällig und ohne Umwege zu sagen. Das ist zu schwer. Tja, das hast du jetzt davon. So. Ja, man sollte sich nicht mit dem Dave anlegen. Ja, ja. Sonst setze ich den Günther auf dich. So. Jetzt weiß ich nämlich auch, woher die beiden Zombies kamen. Diese perversen Zombies vom letzten Mal. Nämlich. Ja, also das hat er auch von Lara. Er kann also auch super an Ecken hängen bleiben. Ganz toll. Ja, fall hin. Und du auch. Komm. Traute Zweisamkeit. Ja. Ein altes Ehepaar. Ach nee, jetzt kommt er wieder hier. Ja, nun komm. Meine Güte. Wäsche abhängen und abnehmen und was weiß ich was, kannst du auch alles hinterher noch. Das brauchst du jetzt nicht mehr machen. Tun sich alle zu viel Stress an, die Leute. Alles mal ein bisschen ruhiger angehen. Ja,
brauchst mir hier überhaupt keine knallen. Das erledige ich schon alleine. Dankeschön. Und nein, deine dämliche Waffe will ich auch nicht. Ja, Lars, das ist der Schlüssel. Er lag auf der anderen Seite. War ja klar. Der Schlüssel ist ganz auf der anderen Seite. Wie immer. Tja, wie immer? Warum eigentlich wie immer? Das ist doch gar nicht wahr. Du hast so oft hast du noch keinen Schlüssel eingesammelt. Und ich glaube, der letzte Schlüssel, den du eingesammelt hast, der war ein Stockwerk höher und der war nicht auf der anderen Seite. Also, oder? Wie war das? Nein, die ist zwar verdammt, aber nein. Das sparen wir uns jetzt mal. Kommt der Fatzke jetzt auch? Kampfmusik! Hä? Was ist denn los? Ah! Hallo? Sag mal! Ich hau hier 10.000 Mal auf die Angreifen. Warum greift... Er hat nie angegriffen. Warum greift er denn nicht an? Ich drücke 10.000 Mal auf Angreifen. Was macht er? Ach ja, ich guck mir nochmal die Umgebung an, bevor ich weg bin. Ist ja so ein schönes Wetter draußen. Hm. Ja, Leute, ihr habt richtig gesehen. Jetzt darf ich wieder von hier starten. Denn, wie gesagt, wie ich das schon mal erwähnt hatte, immer vom letzten Speicherpunkt. Und das erste Mal, wo ich vorhin wieder dahin gespielt habe, um euch da zu begrüßen, habe ich beide Zombies gleichzeitig erledigen können. Ist das nicht geil? Das ist geil. Ja. Du komm. You've got to move it, move it. Oder wie hieß dieser eine Song noch, der mir so auf den Sack ging? Der kam mir bei Katrina, wurde der, glaube ich, oft gespielt. Irgendwie so, so ganz witzig. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. Ja, ganz toll. Da hat sich auch irgendein findiger Radiomoderator echt viel bei gedacht, doch. Hm. Was, wie? Oh. Dachte gerade, der streichelt sich so über seinen Bauchnabel da. Die sie schön hat geprickelt in meine Bauchnabel. Ja, und du prickelst mir aber nirgendwo in den Bauchnabel. Das werde ich wohl zu verhindern wissen. Ich glaube, ich bin teilweise auch ein bisschen zu hastig bei Kämpfen. Also, ich meine, ich will das natürlich alles schnell vorbei haben. Oh, jetzt fängt dieser Rotz wieder an mit den... Ja, ich wollte mich übrigens auch nochmal so ein bisschen, ja, was heißt entschuldigen, aber naja, dass ich hin und wieder so ein bisschen ausfallend werde von der Artikulation her. Aber naja, gut, ich war im Deutsch-LK, ich darf das. Nein, ich werde versuchen... Maja, klar, der Schlüssel ist ganz auf der anderen Seite, wie immer. Mich da ein, danke, darf ich jetzt auch mal reden, dankeschön, mich da ein wenig zu zügeln. Oder auch nicht, mal gucken. Ah, aber andererseits, warum sollte ich mich selber zensieren? Das ist der totale Schwachsinn. Außerdem, das Spiel ist, glaube ich, ab 12 und jeder ab 12 hat den Namen auch schon mal. Den Namen, sag ich schon. Ja. Ein wenig zerstreut heute mal wieder. Ist ja was ganz Neues beim Dave. Ja, ist klar. Ich glaube, jeder hat diese Worte, die ich teilweise so verwende, auch schon mal gehört. Und von daher ist das wohl ein bisschen... Ich denke mal, es ist legitim, das zu verwenden. Bei Nightfire sowieso, weil das ist ja sowieso ab 16. Und andererseits, naja. War mir nur so aufgefallen, ich hatte es mir mal so gedacht, cool. Ach, nee. Da hat er wieder diese starke Attacke gemacht. Ich weiß nicht, wie die funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Machen doch. Aber ich hab mir die... Ah, Nase juckt schon wieder. Ich hab mir die Quelle doch nicht falsch aufgeteilt. Das ging ja nicht anders. Ich musste ja irgendwie weiterkommen und bin dann dahin gerannt und dann hat es auch geklappt. Naja. Jetzt kommt wieder dieser olle Zombinator.
Oder wie es bei Shaun of the Dead heißt. Ah, nicht das Wort mit Z, das benutzen wir nicht. Wie, welches Wort mit Z? Zombie. Untote. So. Wir haben ja jetzt den Schlüssel gefunden. Und mit diesem Schlüssel, der ja so toll ist und der auf der anderen Seite lag, was Lars ja vorzüglich erkannt hat, können wir jetzt in diesen... Moment. Was? Once Board. Irgendwas. Keine Ahnung. Können wir jetzt... Mit diesem Schlüssel kann man eine Tür öffnen. Eine neue... Ja... Nachricht, fast schon die Nachricht des Tages für mich, ehrlich gesagt. Bis auf das mit dem Wasser. Hatte ich jetzt? Ich hatte. Oder? Ja. Siehst du, das ist auch so eine Sache. Dann gehst du nicht schnell genug rein und dann gibt's wieder... ich glaube, das ist nur so eine rein informative... Sequenz. Ah! Essigessenz. Lecker, lecker. Zum Suppenwürzen. Was ist denn das für ein Ding? Irgendwas... Oh, neue Musik. Uiuiui. Die macht aber... Also so, das ganze Design, das macht schon was her, finde ich. Also so von der Zeit her, wie das wohl damals so ausgesehen hat, ich kann da ja nicht mitreden, weil da habe ich noch nicht gelebt. Obwohl, doch, ich bin ja nebenberuflich Gott, eigentlich schon. Naja, egal. Lassen wir das mal, das vertiefe ich jetzt... Vertiefe ich jetzt nicht. Warte. Ich sag jetzt einfach mal immer Watte und benutze nicht den Plural, wo ich den ja sonst immer benutze, wenn ich sage, wir sind jetzt da und was weiß ich was. Ja, Sprachreflexion ist viel und alles und überhaupt. Fühlt euch einfach immer jeweils angesprochen. So. Oh, nee, nicht so ein Schamanenviech. Schon wäre ich nämlich schon Viecher hier, die Teile. Wie? Ich kann da... Das ist unfair. Ich kann da auch... Oh. Na, ja, klar. Zwei. Ja, natürlich. 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 Ja, klar doch. Ist doch selbstverständlich. Und ich habe wieder vergessen, diesen dämlichen Kack-Timer zu stellen. Ja, ihr wollt gerne mal was Neues von mir hören. Ist mir klar. Gestern. Gestern habe ich dran gedacht, also... Jetzt mal, da habe ich sofort von Anfang an dran gedacht. Und jetzt kann ich es wieder schlecht einschätzen, wie viel schon rum ist. Ey, das ist doch eine dämliche... Ich drücke auf eine 8. Was macht er? Er sagt 59. Nein, das kann nicht sein. Samsung. So, ja, wird fast auf jeden Fall wieder länger als 20 Minuten sein. Ich habe auf Start gedrückt, dankeschön. Oh, diese tyrannischen Dinger, ey. Die Technik von heute ist auch nicht mehr das, was sie noch nie war. Denkt da mal drüber nach. Schreibt ein Essay oder einen Aufsatz oder was auch immer. Darüber. Oder eine philosophische Facharbeit oder was auch immer. Keine Ahnung. Ach ja, die kam ja erst... Nee, also wirklich nicht. Das ist der Quoten... Scheißhocker. Nein, aber ich sag mal, so Scheiß und sowas, das geht ja noch, ne? Darf man ja wohl nochmal sagen. Boah. Ja. Gerade eben. Die killen mich aber auch immer dann, wenn ich irgendwas Besonderes sagen will. Jetzt wollte ich gerade sagen, ich habe ihn vorher getroffen, bevor er mich mit seiner ranzigen Kugel abballern konnte. Und im nächsten Moment, was passiert? Er ballert wieder eine Kugel auf mich und ich bin tot. Was ist denn das? Ja. Was ist das, so ein Blasebalg oder was? Tatsache. Ich muss gerade irgendwie an Medieval denken. Übrigens, wo ich gerade da schon einmal dran denke. Ah.
kann ich euch dieses Spiel erstens empfehlen. Ist schon aus den, ich glaube, Ende der 90er, 98 oder so rausgekommen für die PlayStation 1. Ist total lustig und gleichzeitig ziemlich, ja, bizarr und auch ein bisschen düster. Schaut euch mal ein Let's Play davon an. Zum Beispiel von Flattermann85. Seht ihr übrigens auch bei mir in der Kanalliste. Super Sache, sage ich euch. Wirklich. Macht voll Bock. Das wird mir wieder zu knapp. Das wird zu knapp. Das wird zu... Ja, seh. So, jetzt aber. Jetzt geht's sofort. Ja, tret ihn. Ja, tritt. Imperativ mit ihm. Stimmt ja. Ah, das ist immer so doof. Man weiß, wie es richtig geht und man macht es dann halt nicht. Genauso Sinn machen, habe ich letztens auch wieder gesagt, obwohl ich vorher gesagt habe, das gibt's eigentlich nicht in Deutsch. Ja, auf solche Sachen achte ich halt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ist so eine Angewohnheit von mir. Entweder es leckt gerade. Es leckt gerade. Ziemlich. Ja, schauen wir mal, wie es sich ergibt. So. Jetzt geht's wieder. Einigermaßen. Die fand ich ja schon immer interessant aufgemacht, diese ganzen alten Bücher und sowas. Was haben wir hier? Hier haben wir eigentlich gar nichts. Habe ich hier irgendwas verpasst? Nö. Oh, nichts Weltbewegendes. Erinnert mich irgendwie mal an Friedhof, ich weiß auch nicht. Naja. Sind wahrscheinlich wieder meine total komischen Einfälle, die ich dabei habe. Ui, wo sind... Wo sind wir hier? Wo? Das fand ich jetzt sogar ziemlich lustig, dass die Tür zugegangen ist. Herr Lars, ich trauere zwar um dich. Ich finde es so zum Kotzen. Ich kotze im Strahl. Und vergesse das Durchatmen dabei. Ich glaube, da ist wieder so ein... Er hängt da... Ja, Kerl. Ach, die spannen mich aber nicht auf die Schulter. Achtung, auf die Folter. Danke, Sternblut. Ich weiß jetzt endlich wieder, wie es richtig heißt. Ich bin wirklich nicht drauf gekommen. Die haben jetzt aber auch die ganze Zeit hier drin nicht mal so eine Quelle, so eine ganz kleine Mini-Quelle zumindest. Nein, das hat unser Lars ja nicht nötig. Der ist ja so toll und so prickelnd. Der kann das ja alles aushalten. Der ist ja so super geschützt, hat ja ein Schild oder eine Schutzweste oder whatever. Ich weiß es nicht, was man so sich einfallen lassen kann, wenn man denn sein wollen würde, getun haben hätten. The Essence of Alchemy, yeah. Na, das ging doch mal gut. Wo? Boah, das ging, das geht sogar. Oh, bleib doch mal in einer Ecke stehen, du! Ah, Bursche! Pass Obacht, Bursche! Scheiße. Was mein jetzt? Ich mache jetzt was ganz Dummes wahrscheinlich. Jetzt gleich. Aber das mache ich jetzt einfach. Ist mir auch egal, ob es dumm ist oder nicht. Ich habe jetzt sowieso keinen Nerv und keine Zeit dazu, drüber nachzudenken. Also irgendwie hier hinten leckt da immer irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ist ja auch schon anstrengend, so, ja, programmierte Tonnen hier darzustellen und was weiß ich was alles. Und er mit seinem Pseudo-Laserschwert hier. Oh. In Slow Motion rennt er auf den Holzhocker zu. Wenn das wieder Windows ist, ey. Dieser Dreck. Oh. Lars. Was liegt? Nee, das ist... Ich habe gerade mal auf Rennen geschaltet, dann geht's wieder. Hm. Merkwürdig. Ist jetzt egal. Das ist total blödsinnig wahrscheinlich, wenn ich hinterher drüber nachdenke. Aber es ist mir sowas von blödsinnig egal, ob es blödsinnig ist. So. Ich versuch's jetzt nochmal da unten. Ich denke mal, gleich ist auch meine Zeit wieder rum. Und ich möchte ja auch nicht... Ich möchte... Anders. Andere Satzkonstruktion. Ich möchte euch... Wen oder was? Ich möchte euch ja auch nicht allzu mit...
mit allzu langen Folgen belästigen, in Anführungszeichen. Obwohl ich da nichts gegen habe. Also wenn ihr da kein Problem mit habt, dann... Ah, jetzt geht's schon wieder zu... Hallo? 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 Ich... Also irgendwas geht hier gehörig schief in diesem Spiel gerade. Ich weiß auch nicht. Aber ich habe mir mal so gedacht, das könnte auch mit dem... mit der Spielschwierigkeit zusammenhängen, dass ich jetzt auch noch keine Pfeile wahrscheinlich habe. Und keine Knarren, keine Pistolen, Kugeln mehr krieg. Wobei ich die, glaube ich, sowieso... Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die mal irgendwann nachgekriegt habe, oder... Hä? Ach so. Doof. Mitdenken ist angesagt, Dave. Ab und zu. Mal ab und zu zumindest. Wenn du jetzt schon nicht mehr in der Schule bist. Aber so ein bisschen mitdenken ab und an. Naja. Fördert Geist und Wohl... Wohlfühlgeseintun. Ja. Aber es war gar nicht mal so doof, denn ich... Nein. Ich warte mal kurz, bis der eine Kerl kommt. Der muss jetzt... Der soll wieder hochkommen. Ich kann jetzt nicht... Ja, der Timer meldet sich. Ja. Ach, ja gut, Leute. Ich hoffe, es war wieder extrem informativ dieses Mal. Wie immer, habt ihr wieder was gelernt. Nämlich, dass es manchmal wirklich extrem hilfreich sein kann, so eine kleine Funzel-Fitzel-Heilquelle mal an einem entlegenen Ort zu haben. In diesem Sinne, recht herzlichen Dank für eure großmütig, beigesteuerte Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.